Hallo, wir sind die Sportexperten aus der Stadtteilschule Barmbek. Das ist Patricia, Yalda, Noah, Tyran und Mohammed. Und ich bin Celine. Wir interviewen diesmal Steffen und Markus Deibler in Olympiastützpunkt Hamburg-Schleswig-Holstein. Steffen Deibler ist aktueller Weltrekordhalter im 50 Meter Schmetterlingsschwimmen. Steffen und sein Bruder Markus haben Deutschland bei den Olympischen Spielen in London vertreten und sind doch jeweils ins Finale gekommen. Hallo, wir kommen von der Schule Fränkelstraße und wir wollen dich interviewen. Ab wie vielen Jahren muss man anfangen, um als Schwimmer zur Weltspitze zu gehören? Ich glaube, das kann man so generell nicht sagen. Ich habe mit 5 angefangen im Schwimmkurs, aber wir haben auch jemanden in der Nationalmannschaft, der hat erst mit 11 angefangen. Also wenn man spät anfängt und trotzdem sich anstrengt im Training, dann kann es trotzdem noch was werden. Warum haben viele Schwimmer Kopfhörer auf, bevor sie an den Start gehen beim Wettkampf? Das kennt ihr bestimmt auch, wenn man ein bestimmtes Lied hört, dann motiviert es einen, dann hat man richtig Bock, Gas zu geben. Und deswegen haben manche auch Kopfhörer auf, die hören da die Musik, die ihnen gefällt, um sich zu motivieren. Und dann haben die richtig Lust und wollen schnell schwimmen. Dann trägst du auch Kopfhörer? Also direkt vorm Start, so wie man es im Fernsehen sieht, dass die mit Kopfhörern einlaufen, das mache ich nicht. Ich höre, wenn ich Lust habe, eine halbe Stunde vorm Start noch ein bisschen Musik, aber direkt vorm Start mache ich nicht. Weißt du, ob man bei den Olympischen Spielen Preisgeld gewinnt? Also von dem IOC, dem Internationalen Olympischen Komitee, gibt es nichts. Aber also das ist in jedem Land ganz verschieden. Wir in Deutschland kriegen ein bisschen Preisgeld von der Deutschen Sporthilfe. Aber es hat ja fast jeder Sportler seine eigenen Sponsorenverträge und da hat er das individuell geregelt, wofür der was kriegt. Und da sind dann bei den Olympischen Spielen bestimmt auch Preisgelder drin. Steffen, warum hast du deinen Stundenplan vom Studium auf deiner Homepage? Weil ich mir gedacht habe, dass es vielleicht manche gibt, die sich interessieren, wie viel ich denn noch neben dem Sport studiere. Wenn du einmal gegen Michael Phelps gewinnen könntest, wo wäre es dir lieber? Bei den Olympischen Spielen oder bei den Weltmeisterschaften? Bei den Olympischen Spielen natürlich. Und warum? Weil die Olympischen Spiele das wichtigste Sportevent sind und vor allem im Schwimmen auch das größte. Es sind nur alle 4 Jahre. Und wenn ich da wählen dürfte, würde ich die Olympischen Spiele wählen. Markus, wir haben gehört, dass du vom einen Wettkampf zum anderen 5 Sekunden verloren hast. Was kann man dagegen tun und wie konnte das passieren? Wo habt ihr das denn gehört? Also es stimmt, ich war bei den Olympischen Spielen nicht ganz so schnell wie bei den deutschen Meisterschaften. Aber also wenn ihr das jetzt meint, dann ist es ganz einfach damit zu erklären, dass bei den deutschen Meisterschaften muss ich nur einmal schnell schwimmen. Das ist das Finale, weil da habe ich nicht so viel Konkurrenz, dass ich im Vorlauf schon schnell schwimmen muss. Und bei den Olympischen Spielen gibt es einen Vorlauf, ein Halbfinale und ein Finale. Da muss ich also 3-mal schwimmen und deswegen war ich dann 3-mal ein bisschen langsamer als beim Deutschen, aber war trotzdem insgesamt, denke ich, auch eine gute Leistung. Markus, ist dein Bruder für dich eine Konkurrenz? Also dieses Jahr sind wir verschiedene Strecken geschwommen. Wir könnten uns wieder auf 100 Kraul treffen. Das ist in den letzten Jahren bei Steffen nicht so gelaufen, aber eigentlich schwimmen wir auch beide 100 Kraul. Und dann ist es eigentlich Konkurrenz, aber also wir schwimmen dann gerne auch eine Staffel zusammen. 4x100 Meter Kraul können wir dann zusammenschwimmen. Und ich meine, wenn wir Erster und Zweiter werden, dann ist es vielleicht nicht ganz so wichtig, wer Erster und Zweiter ist. Weißt du so ungefähr, wie lange du unter Wasser bleiben kannst? Ohne Luft zu holen jetzt, oder? Ja. Das hab ich schon lange nicht mehr gemacht. Also ich müsste schon gute 2 Minuten unter Wasser bleiben können. Also nur Luft anhalten, wenn ich mich nicht bewege, würde ich schätzen, dass ich 3 Minuten auf jeden Fall schaffe. Auf Strecke tauchen schaffe ich so knapp 100 Meter. Wir haben in deinem Terminkalender gesehen, dass du nur 3 Tage Weihnachtspause hast. Reicht dir die Pause? Ja, ich würde, also das ist halt einfach die Pause, die dann sinnvoll ist in dem Trainingsjahr, weil ich ja im Sommer wieder bei Weltmeisterschaften gut schwimmen möchte. Und 4 Tage Pause sind schon ziemlich lang, also sonst habe ich nur einen Tag. Also normalerweise in der Woche haben wir sonntags frei und über Weihnachten sind es dann 4 Tage frei und das tut schon gut. Also. Markus, warst du auch wasserscheu wie dein Bruder, als du klein warst? Ich war nicht wasserscheu, nee, und ich habe auch nur einen Schwimmkurs gebraucht. Markus, darfst du normale Sachen essen oder musst du Sportleressen essen? Also, wenn ich den ganzen Tag trainiere und dann
meinen Körper nur mit ungesunden Sachen fütter, dann kommt am Ende eben auch nicht so viel raus. Und ich meine, wenn ich schon den ganzen Tag trainiere, dann kann ich wenigstens auch noch gute Sachen essen, um dann auch das Maximum rauszuholen. Steffen, stimmt es, dass ihr in einem Höhentrainingslager trainiert? Wozu wäre das gut? Das ist gut, um die Grundlagenausdauer zu verbessern. Der Körper bildet mehr rote Blutkörperchen, weil da oben weniger Sauerstoff ist. Und das machen meistens die Mittel- und Langstreckler, aber wir machen das jetzt nicht mehr. Also schon seit ein paar Jahren. Danke für das Interview. Jetzt geht's weiter mit den X-Specials und ich gebe weiter an Mohamed und Tarek. Hallo, ich bin Mohamed und das ist Tyron. Jetzt kommen wir zum Sportexperten Quicks, dem schnellen Quiz. Du hast eine Minute Zeit, um so viele Fragen wie möglich zu beantworten, die wir in der Schule gelernt haben. Mal sehen, was du alles noch weißt. So, das ist peinlich. Bist du bereit? Ja. 3, 2, 1, los. Was ist die Formel für ein Quadrat? Welche Formel? Für die Fläche vom Quadrat, oder? Fläche, ja. A mal B? Nein, A mal A. Wie viele Zs sind in dem Wort Advent, Kranz, Kerzen, Zünd, Hitze? 4, 5? 4, richtig. Was ist ein Vokal? Wie heißt denn das andere Wort dafür? Ein Konsonant? Nee. Ein A, E, I, O, U? Richtig. Wie viele Schritte darf man beim Basketball mit dem Ball in der Hand machen? 3. Richtig. Wer ist Jeremy's Next Topmodel 2012? Da bin ich überfragt. Nee, hab ich nicht geguckt. Luisa war die Antwort. Wie lang ist die Verlängerung eines Fußballspiels? 30 Minuten. Richtig. Wie heißt die vier Grundrechenarten? Subtrahieren, addieren, multiplizieren und dividieren. Ja, richtig. Welche Seite kommt das Messer vom Teller aus? Rechts. Richtig. Wann fanden die ersten Olympischen Spiele der Neuzeit statt? 1896 oder 1904? 1896. Richtig. Sportexperten-Duell. Ihr beiden gegeneinander. Ihr guckt euch direkt in die Augen. Wer muss als erstes lachen oder grinsen? Grimassen sind erlaubt. Zu dem Sportexperten nix. Welche Sportarten kannst du überhaupt nicht? Ich mache eigentlich ziemlich viel, ziemlich gerne. Also ich habe früher auch mal Fußball gespielt und dadurch, dass ich einen ziemlich fitten Körper habe, kann ich halt auch relativ viele Sportarten. Tennis kann ich nicht, das stimmt. Die Sportexperten-Tricks. Kannst du uns Tricks zeigen, die du besonders gut kannst und gerne machst? Was für Tricks? Also, ich kann euch im Wasser einen Trick zeigen, ja, aber das ist hier ein bisschen schwierig. Ich kann im Wasser, wenn ich mich auf den Rücken lege, auf dem Grund, kann ich so Ringe ausatmen, die dann immer größer werden, bis sie oben sind. Das ist ein cooler Trick. Die Sportexperten-Klicks. Verrate uns bitte deine drei Lieblingsinternetseiten und auch was du an ihnen magst. Da gibt es zum Beispiel swimswamp.com, das ist aber auf Englisch. Also da könnt ihr vielleicht noch nicht drauf surfen, das ist eine Schwimmseite, wo echt interessante Beiträge kommen. Wo surfe ich sonst noch gern? Ich surfe gar nicht so viel im Internet. Sport 1 gucke ich mir auch manchmal noch die Sportergebnisse an. Ich bin meiste Zeit, gerade wenn ich im Internet unterwegs bin, mit meiner Uni unterwegs und recherchiere da irgendwas. Also das sind nicht so meine Lieblingsseiten. Also die kann ich euch jetzt nicht empfehlen. Wir wünschen dir noch viel Glück für deinen nächsten Wettkampf.